So, im heutigen Part werden wir uns dem nächsten Dungeon widmen, in der Hoffnung, dass wir es irgendwie schaffen. Ich habe, möchte ich dazu sagen, diesen Dungeon vorgespielt, ja, also ich weiß, worum es geht. Was eventuell an der ein oder anderen Stelle ganz von Vorteil sein könnte. Außerdem werde ich eine Level-Session einlegen, bevor ich quasi zum nächsten Boss komme. Nicht, weil ich Angst habe, dass ich ihn nicht schaffe. Nein! Weil ich es mir natürlich so einfach, wie es nur irgend möglich ist, machen wollte. So. Das erste, was wir in diesem Dungeon tun möchten, ist... Ich weiß es gar nicht ganz genau. Mich einfach mal umsehen in der Kapelle, genau. Alter, was für ein langer Gang. Okay. Diese Stelle hier ist auch ein bisschen tricky, weil wir müssen, genau, immer wieder von diesen Plattformen auf die Seite springen. Und ich bin total der Noob, was das angeht. Ich habe keine Ahnung, in welchem Winkel ich tatsächlich dann abspringen muss, verdammte Hacke. Ah, okay, alles klar. So geht's ein bisschen einfacher, wenn ich mich von die Kante stelle und dann quasi Moment. Vor die Kante. Hallo. Oh mein Gott, es ist so lästig, Alter. Es ist so lästig, hier auf diese Dinger drauf zum Hüpfen. Das ist nicht normal. Komm her, Skelettkopf. Bämsen. Jawohl. So. Ein Kraftelixier. Ja, ja, ja. Schnell, schnell, schnell das Gleichgewicht behalten. Okay, das hat tatsächlich besser funktioniert, wie ich erwartet habe. So. Der Dungeon ist nicht schwer. Er ist auch nicht so, sage ich jetzt mal, ja, tricky, dass man ums Verrecken nicht weiterkommt. Das ist nicht der Fall. Aber der Boss ist ein etwas übler Zeitgenosse. Er wird in der, ich nenne es jetzt mal Terranigma-Community, als einer der schwersten Bosse oder als einer der lästigsten Bosse bezeichnet. Und dass man eine mega-mäßige Grinding-Session einlegen sollte davor, ist nicht unbedingt notwendig. Wow, 651 Taler, sehr gut. Es ist nicht unbedingt notwendig, aber es muss schon eine gewisse Taktik an den Tag gelegt werden. Damit man diesen Boss einigermaßen gut hinbekommt. So, hier bekommen wir die Platin-Rüstung, die wir auch in jedem Fall direkt anrüsten werden. Denn sie schützt vor, keine Ahnung, aber sie wird von der Garde bewacht, getragen, meine ich. Also von dem her, nice. So, das war es, glaube ich, hier draußen. Kronleuchter werden später erst interessant, das ist jetzt erstmal unrelevant. Spinnenalarm! Weg mit euch! So, dieser Ort ist eigentlich auch relativ easy, wir müssen einfach nur diese Skelettkinder aus dem Leben boxen. Ja, scheiß drauf. Yeah! Level up! So. Denn dadurch können wir diese Seele... Ich bin eine ruhelose Seele. Nehme ich mit und suche meinen Körper. Soll ich das tun? Klar. Hab Dank. Verzeihung. Wir müssen es sogar tun, damit wir weiterkommen. Alter, von dem her, so folge er mir doch.
unauffällig, wenn es geht. So, hier gab es weiter nichts. Wir müssen den coolen Kollegen natürlich an eine besondere Stelle bringen. Den Kerl. So, jetzt möchte ich allerdings nochmal nach oben, weil ich gerade nicht mehr weiß. Kammer. Kammer des Schleckens. Ah ja, hier können wir auch was tun, okay. Gib mir meine Söhne zurück. Meine Söhne. Es tut mir leid, diesen Wunsch werde ich dir wahrscheinlich nicht erfüllen können. Ich werde euch nur ins Nirvana befördern können. So. Und damit haben wir die Königin und die Königin, nehme ich an. Einst gehörte ich der Gefolgschaft der Königin an. Okay. Die Königin hatte 3 Söhne. Tragischerweise starben sie in jungen Jahren. Ja. Aha. Die Königin liebte ihre 3 Söhne abgöttisch. Die Zahl des Jahres, in dem die Söhne starben, war ihr sehr wichtig. Genau. Wir hatten ja im letzten Part in der Bibliothek schon einige Infos zwecks ihrer Söhne quasi herausgefunden. War das hier unten? Ja, hier unten war die Bibliothek, genau. Und anhand von diesen Informationen, die wir quasi bekommen haben, müssen wir nachher etwas tun. Ich wollte eigentlich nur diese 2 Gegner hier kurz klatschen. So, das war's. EXP vor Lau. Da müssen wir jetzt uns quasi rechts halten, damit wir an besagten Ort der Seele hinkommen. Und zwar bei dieser Rüstung. Mein Körper! Mein Körper! Mit einem Schrei fährt die Seele in ihren Körper. Was für uns bedeutet jetzt direkt, wir müssen gegen es kämpfen. So, der Kampf ist oder der Gegnertyp ist relativ easy, wie man sieht. Einfach angreifen. Wenn er seine Schwachstelle entblößt. So, das war das. Hätten wir die Seele auch hinter uns gebracht. Und sie hat auf magische Art und Weise, hat sie einen Pfad erschaffen. Der uns weiterführt in diesem Dungeon. Vor welchem ich ausdrücklich gewarnt wurde, tatsächlich. Aber wahrscheinlich eher wegen dem, upcoming Bossfight. Ich meine, upcoming natürlich. So, okay, jetzt sind wir hier. Fick dich, Junge. Alter, der Knochen hat mich nicht mal berührt. Crit! Yeah! So, hier gehen wir erstmal hier hin. Denn hier gibt es wieder unsere Blutskelette. Und hier kommt schnurstracks der neue Gegnertyp als normaler Gegner. So, wir bekommen den Eispickel. Der ist wahrscheinlich jetzt im ersten Moment erstmal uninteressant, nehme ich an. Der Turmschlüssel, yeah! Genau, das wollten wir. Stirb! Stirb! Yeah! Stirb! Yeah! So. Oh. Ja, das war klar. Ja, das war noch klarer. Egal. So, hier geht es darum. Und zwar hier in dem Kamin müssen wir nach oben klettern. Und zwar so lange, bis eine Meldung aufploppt. Genau, der Opal lag in der Asche der Feuerstelle. Araka erhält den Opal. Welcher ziemlich wichtig ist für unseren weiteren... Für unser weiteres Vorankommen. So. So. Einmal weg mit euch hier. Jetzt muss ich kurz überlegen, was war denn hier oben meine Mission? Genau, ich musste... Jawohl. So. Was wir hier tun müssen, ist... als allererstes mal den Turmschlüssel ausrüsten, den wir gefunden haben. Willst du anwählen? Möchte ich. Denn hiermit können wir diese Türen öffnen.
welche uns zu weiteren Wächtern bringt. Yeah. Wow, ge-one-hitted, Alter. Yeah. So sieht's aus. Zack, weg damit. Die. Ach, Alter. Stirb! Jetzt wollen sie es aber wissen, mit dem Viech, Alter. Alter! Ja, die Konzentration lässt dezent nach gerade. Na komm schon. Alter! Ich's. Komm her! Spastiker, ey. Huch, wir sind ziemlich hoch, mir wird schon schwindelig. Arg, schau, die Wand des Turmes auf der anderen Seite. Die wir nie erreichen werden. Mhm. Das Drachenauge leuchtet in der Wand, sicher ein wertvolles Juwel. Mit Sicherheit sogar. Doch was können wir nur tun? Super, doch wie komme ich auf die andere Seite? Soll ich wie ein Huhn durch die Luft eiern? Bingo! Ich werde dich anschubsen, damit du vom Fleck kommst. 3, 2, 1, los! Das ist eine sehr amüsante Stelle, finde ich. Bam! Ich meine, der Überraschungsmoment ist der Moment, der alles wettmacht, ne? Der Topaz sitzt im Auge der Schlangenskulptur. Yeah, 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 yeah. So, damit hätten wir das auch eingesammelt. Okay, weiter geht's. Zack, so. Schlüssel benutzen. Jawohl, jetzt brauchen wir den Schlüssel nicht mehr. Das heißt, wir können unsere Götterknollen wieder ausrüsten. Na, na. Ja, ich hab's verstanden. Danke. So, weiter geht's. So, dieser Bereich ist eigentlich auch relativ simpel. Allerdings. Stelle mich so blöd an oder bin ich so blöd? Alter, verpiss dich doch mal, Junge. Jetzt. So. Hier müssen wir auch etwas tun. Zack, weg mit dir. Droppst du mir irgendwas? Nein, schade. Das Gute ist, hier an dieser Stelle können wir nicht runterfallen. Das ist für mich schon mal sehr von Vorteil. So, Kristall einsammeln. Zack. Ich glaube, es wäre auch nicht arg gesund, in diese giftige Brühe zu fallen. Okay. Geld mitnehmen, ganz wichtig. So, dann werden wir die Kiste hier unten looten. Die uns ein Abwehr-Elixier beschert, genau. So, und hier ist was. Hat diese Statue nicht irgendwas im Mund? Sieht ziemlich bissig aus. Wir stecken unsere Hand trotzdem rein. Hey, ist doch ganz egal, ein oder zwei Arme. Arg steckt seine Hand tief in den Mund der Statue. Die Throat Deluxe, Alter. So. Das haben wir machen müssen, damit wir an einen weiteren Kristall kommen und... Fleißige Zuschauer erinnern sich, dass wir am Eingang, in der Eingangshalle, an Porträts vorbeigelaufen sind, wo jeweils ein Auge gefehlt hat. Welche sich in Form dieser Kristalle widerspiegeln. So, hier, Alter. Das ist ein Scheißes. Yeah! For the EXP, for the EXP. Bam. Einmal. Zweimal. Ja, leider nichts gedroppt. Schade. So, damit hätten wir die zwei Ecktürme auch erledigt. Ich glaube, sonst gab es hier eigentlich nichts mehr. Nein! Du.
Jo, ist klar, Alter. So, was wir auf jeden Fall jetzt nicht vergessen dürfen. Okay, wenn ich zu nah dran bin, kann ich es nicht abwehren. Das macht Sinn. Das macht durchaus Sinn, das Ganze hier. So, und zwar müssen wir jetzt hier durch. Denn hier gab es auch noch einen Mechanismus, den wir aktivieren müssen, denn sonst kommen wir nicht weiter, leider Gottes. Ah, sieh dir das an. Ich sehe. Aha. Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht es sich, wenn man dagegen tritt und die Wand schiebt. Ja, der Hinweis ist ein bisschen komisch, weil Wand schieben, what the fuck? Es ist eigentlich relativ simpel. Wir müssen hier quasi die der Königin ach so wichtigen Zahl eingeben. Und das ist die 2. Die 8. Und die 6. Ein mechanischer Ton erklang. Yeah! So, wir können hier bedenkenlos runterspringen, dann geht es weiter. Dann schauen wir mal, was sich denn für ein Bamsen-Ton uns offenbart hat. Ich kann es euch sagen, das ist der Weg zum letzten Kristall. Und zwar müssen wir jetzt hier wieder nach, glaube ich, Moment, nein, nach links, okay. So, jetzt haben sich nämlich die Kronleuchter umpositioniert. Es ist ein bisschen tricky, weil wir hier mit einem Jump vertikal nach unten quasi springen müssen. Denn wenn ich mich dann bewegen würde in diese Richtung. Hallo. So, jetzt erstmal hier. Wir müssen nämlich hier auf diese Ecke kommen. Ja, es ist ein bisschen dumm. So, jetzt haben wir's. Hier kriegen wir den Rubin. Den vorletzten Rubin. So, den vorletzten Edelstein. Der andere. Den anderen werden wir quasi jetzt im Innenhof abholen. Dafür haben wir nämlich das Wasser abgelassen. Götterknolle erhalten. Sehr gut. So, hier gibt's nichts mehr. Fuck, bremst doch, Junge. So, zack. 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 So, jetzt möchte ich mal kurz was schauen, ob ich alles habe. Ja, sieht gut aus. Ich habe nämlich gerade irgendwie im Kopf, dass ich irgendwas vergessen habe, aber... Kann ja eigentlich nicht sein, ne? Falls doch, ist es halt so. Ja, ich glaube, ich habe alles. So. Beziehungsweise, ich könnte mal ganz links den Weg entlang gehen. Es kann sein, dass es hier noch irgendein... Ach, fick dein Leben, Alter. Alter! Gib ihm! Ich weiß nämlich gerade nicht mehr aus dem Kopf, was es denn hier ganz links gab. Ach, das war der Weg in den Keller, okay. Den brauchen wir nicht. Beziehungsweise, wir waren da ja schon, letztes Mal. So, hier. Am Brunnen haben wir das Wasser abgelassen und wir können an. Das Spiegelbild der Statue verrät das Versteck des Saphirs. Beziehungsweise, wir haben das Wasser eingelassen, damit wir den Saphir erkennen. Macht gar keinen Sinn, aber ist halt so. So, wir haben den Saphir erhalten, das ist schon mal sehr nice. Und damit haben wir eigentlich alles Relevante in diesem Schloss geholt. Ich kann mir nicht helfen, aber der Typ ganz rechts sieht irgendwie aus wie Josef Stalin. Ich weiß nicht warum. Die Juwelen beginnen sich zu bewegen. Was ich auch ganz nett finde, ist, dass man die Juwelen nicht selbstständig einsetzen muss. Der erste Mann hatte blaue Augen und blondes Haar. Der zweite Mann hatte eindrucksvolle schwarze Pupillen. He's a demon, wo die Pupille weiß ist. Die Augen des dritten Mannes brannten voller Leidenschaft. Wow. Und der letzte Mann hatte ein falsches braunes Auge. Welches auch rot ist.
Nice, aber die roten Augen gefallen mir, die passen sehr gut in diese Bilder. Bringen ein bisschen Atmosphäre in die Gesichter. So, für jeden, der sich fragt, was das gebracht hat, das hat es gebracht. Wir haben einen Weg nach unten gebahnt. So, bevor ich allerdings diesen Weg einschlage und somit zum Boss dieses Levels komme, werde ich ein bisschen einkaufen gehen, ein bisschen schlafen gehen und ein bisschen leveln gehen. Wir sehen uns gleich wieder, beziehungsweise später wieder. So, ich habe jetzt nicht wirklich gelevelt, ich habe jetzt ein Level mir hochgepusht, weil ich einfach keinen Bock habe. So, also, wir werden jetzt hier in dieses Loch herunterspringen und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen werden. Ja, diese Stelle ist ein bisschen lästig hier mit diesen vier Hexen. Also, das der Hintergrund ist, diese vier Hexen umkreisen einen die ganze Zeit. Wir müssen warten, bis sie sich ausgelabert haben. Und dann am besten, ich bleib halt einfach stehen, solange bis sie selber stehen bleiben. Wenn diese Hexen selber stehen bleiben, können wir quasi die wahre Hexe angreifen. Und es ist immer, egal in welcher Position man steht, immer die Hexe hinter einem. Deswegen lohnt es sich eigentlich, ja, einfach stehen zu bleiben und zu warten, bis die hier fertig palabert haben. Wir müssen das, glaube ich, viermal machen und dann verschwinden die Hexen auch erstmal. Was ein bisschen lästig ist, wenn ich ehrlich bin. Wenn man die falsche Hexe angreift, also die vor einem oder neben einem von der Blickrichtung her, dann ja, wird man angegriffen und kriegt ein bisschen Damage. Aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Warum es immer die Hexe hinter einem ist, ich weiß es nicht. Bamsen. Ah, okay, wir müssen sogar nur dreimal machen. Alles klar, dann habe ich mich verzählt. Noch besser. So, in diesem Kerker müssen wir nämlich etwas tun, und zwar mit einem Insassen sprechen, der hier oben sein Leben oder sein trauriges Dasein fristet, wie auch immer man es nennen darf. Die Stühle sehen schon sehr gemütlich aus, wenn ich ehrlich bin. So, gleich mit Akupunkturfunktion. Eine kristallklare Stimme aus dem Nichts erklingt. Willkommen in meiner Kammer! Genieße die Zeit wie im Traum. Erfreue dich am Spiel mit meinen wunderbaren Kindern. Die Kammer des Schleckens. So, das hier ist auch relativ simpel. Es ist so im Endeffekt wie dieses Kinderspiel, was man hat. Das heißt, wir laufen. Na gut, ich hab's jetzt verkackt. Wir laufen. Und sobald sich der Feind, nenne ich es jetzt mal, umdreht, muss man ja an derselben Position stehen bleiben. Ich bleibe jetzt einfach stehen, dann passiert nämlich nichts. Genau. Bam. Ach, du hast Hexer verwundet. Ach, das war nicht nett. Ja, was jetzt folgt, ist auch nicht nett. Der Kampf gegen die Hexe. Der Kampf kann sehr langatmig werden. Das ist wohl, also wie gesagt, einer der meist verhasstesten Kämpfe im Spiel, so wie ich das rausgefiltert habe jetzt. Er ist relativ, simpel eigentlich, aber auch ein bisschen schwierig. Also, wir müssen die Hexe immer etwas angreifen hier. Wenn ich sie denn treffen würde. Genau, so müssen wir das machen. Sie teleportiert sich hin und wieder mal von A nach B. Wir machen auch nicht so... Upsala, fuck. Och, Alter, fick doch dein Leben, Alter. Wir machen nicht wirklich Damage. Ich denke, die einfachste Taktik ist einfach hier von links nach rechts sie anzubashen. Fuck. Und ihr dann ein bisschen Schaden rauszuhauen. Weil die Hexe macht nämlich
ungeahnt viel Damage, wie man sieht. Sobald man hier in ihren Kringel Kreisel tanzt. Yeah, das war gut. Das Gefährliche an dieser Hexe, what the, ist einmal der Damage, den sie macht. Ja, jetzt kotzt nicht rum, Alter. Kämpfe wie ein Mann. Und das andere Gefährliche an der Hexe ist, dass sie eine gewisse, ja, Fähigkeit kann. Und zwar diese hier. Sie beschwört quasi Masken von ihrer selbst, ja, und wir müssen, so gut es geht, diese Masken meiden. Denn sie machen einiges an Damage. Oh ja, das ist gut. Das war gut. Also, wie gesagt, okay. Das Ding ist... Ja, Alter, lass mich doch gehen, Alter. Scheiße, ich bin gefangen. Fuck. Das war dumm. Es war eine Verkettung von unglücklichen Zufällen. Also... Der Kampf ist eigentlich nicht schwer, er ist einfach nur etwas langatmig. Ich habe mich mal in verschiedenen Quellen schlau gemacht und viele sagen, es ist am besten, wenn ihr bis Alter, wenn ihr bis Level 30 oder so, 28, 30 levelt. Ich habe sogar die Information gelesen, dass im offiziellen Lösungsbuch damals von Nintendo stand, dass der Kampf unter Level 30 nicht machbar sein soll. Hab ich gelesen. Wie es denn tatsächlich ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Heilung ist natürlich das A und O. Aber, ach, Alter. Ja, wenn es einmal nicht läuft, dann läuft es gar nicht mehr. Wie man sieht. Vielleicht bin ich auch ein bisschen unterlevelt, ich weiß es nicht, aber wir wollen es probieren. Wie gesagt, ich hatte gar keinen Bock zum Leveln, Alter. Fuck. Bamsen. Ich will immer wegspringen. Ich will immer über diese Sphären hindurchspringen. Aber irgendwie klappt es nicht so, wie ich mir das vorstelle. So einmal. Jawohl, das war ein Crit. Nice. Das Dumme ist halt, das Viech hat, glaube ich, 400 Lebenspunkte oder so. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Oh ja, das war ein Crit. So, jetzt kommen die Masken wieder. Das heißt, wir verschwinden hier mal ganz dezent. Heilen uns vielleicht im Vorfeld mal. Wir haben ja genug. Jawohl. Jawohl. Bamsen. Das war nice. Genau. Das ist eigentlich alles, was die Hexe so auf dem Kasten hat, ne? Es ist... Genau, das Ding ist halt nervig. Da müssen wir einfach ein bisschen hin und her rennen. Ich habe ein Video bei YouTube gesehen, da hat ein User das hochgeladen, dass er sie mit Level 10 geklatscht hat mit dieser Taktik. Also immer links, rechts, bam, bam, einmal durch und schlitzen und bam. Er hat es natürlich ein bisschen... Besser, ah ja, genau, so hat er es gemacht und dann ist er halt immer über die Sphären quasi drüber geschlupft. Kann man machen. Das denke ich, ja, wenn man es halt, ach Alter, wenn man es halt schafft. Das ist natürlich auch teilweise sehr viel Pixel, ja. Man muss halt pixelgenau springen, das ist halt, ja, nicht immer meine Welt. So, bam. Deswegen der, ach Alter, wie gesagt, der Kampf ist etwas langatmig, finde ich. Aber gut, wir kämpfen ja auch immerhin gegen die Queen of England. Oh oh. Das sollte, wenn es geht, nicht ins Auge gehen. Jawohl. Jetzt kommen die Maskenspasten wieder. Die Maskenspasten. Spastenmasken. Man könnte in diesem Kampf auch Magie anwenden. Kann man machen. Zuschauer haben es wahrscheinlich schon bemerkt. Ich bin nicht so wirklich der Nutzer von Magie in diesem Spiel. Deswegen verschwendet einfach unsere Zeit und grinden hier von links nach rechts. Ich habe mich auch mal in verschiedenen Foren ein bisschen zu diesem Kampf schlau gemacht und viele sagen auch, ja, so mit ab Level 30 so, da mache ich so mal mit einem Schlag so 10, 12 Schadenspunkte so. Kann man machen, ja, kein Ding. Also, ich meine, ich mache jetzt auch an die 10 Schadenspunkte mit einem Angriff, also von dem her ist das ja gar nicht so verkehrt. Fuck. Ich hab so... Ach, jetzt fängt ich schon wieder mit dem Scheiß an. Piss dich arg, Alter. Piss dich doch aus der Sphäre, Junge.
Ja, jetzt portet sie sich wieder hin und her. Bäm. Bäm. Ich finde den Kampf ein bisschen lästig, ehrlich gesagt, weil er einfach so lange dauert. Ich habe auch gelesen, dass man den Strahlenspeer anlegen kann, weil der ja wirksam ist gegen untotes Dasein. Die Strahlenlanze, ja. Ich kann es mal probieren, mal spaßeshalber, was das an Damage macht. Naja, okay. Ist jetzt auch nicht so sonderlich effektiver wie der Rest. Ich meine, es würde ja Sinn machen, da sie ja eine Untote ist, aber lassen wir das Thema. Also, ihr habt jetzt meine Taktik eigentlich gesehen, wie ich diesen Kampf voranstreite. Ich werde ihn jetzt abkürzen. Und da ist es geschehen. Der Gnadenstoß. Es ist vollbracht. Die Rache der Königin enthebt sich des Schlosses. Ja. Was habe ich getan? Tage der Qual. Träumte ich im Schlummer einen schier endlosen Traum. Verzeihung. Ich bin Columbo, der Detektiv mit dem Glasauge. Ein Forscher und Navigator. Warum nahmst du Gefahren auf dich, um mich zu retten? Naja, um das Spiel voranzutreiben. Nun... nur so wollte das Meer sehen. Wollte das Meer sehen. Ich hörte von einem Seefahrer namens Columbo. Columbo, darf ich dir eine Frage stellen? Warum wurdest du hier gequält? Ich dachte, dass man nur Verbrecher peinigen würde. Vielleicht glauben die Leute das. Man sperrte mich zu Unrecht ein, da die Prinzen auf der Reise starben. Ja. Doch das ist nicht die Wahrheit. Okay. Ich akzeptierte die Qualen als Buße für meine Gier. Loars König und Toronias Königin, die Mächtigen, sind alle gleich. Leider kann ich nicht mal dir den wahren Grund nennen. Wenn der wahre Held geboren wird, enthülle ich mein Geheimnis. Okay. Damit haben wir Christopher Columbus auch gerettet. Als wir den neuen Kontinent entdeckten, wurde mir eines klar. Wo wir auch leben, alle Menschen sind gleich. Richtig. Wir lachen und weinen und sind eine Familie. Die Freundschaft sollte alle Länder und Kontinente verbinden. Deswegen gebe ich meine Navigationskenntnisse gerne weiter. Lass uns nach Ahola zurückkehren. Das werden wir. Gerne. Gerne sogar. Nach diesem schrecklichen Bosskampf. Ich habe allen Seeleuten mein Wissen über Navigation vermittelt. Ich bin sicher, sie werden deine Wünsche erfüllen. Ich bin müde. Ich möchte ein wenig schlafen. Okay. Hau rein, Digga. Zack, reden wir mal mit diesem Typ nochmal. Es scheint, dass Columbo geistig und körperlich erschöpft ist. Er soll sich in meinem Hospital etwas erholen. Wunderbärchen, damit hätten wir auch diese Schandtat von einem Dungeon hinter uns gebracht. Ich werde jetzt mich auffrischen, einkaufen und dann sehen wir uns im nächsten Part Let's Play Terranigma wieder. Bis dann, vielen Dank fürs Zusehen, Kommentieren, Liken, ciao.